Das ist geil. Oh, die Witz, wie hat einer das Kommentar geschrieben? Jedes Mal, wenn man Level aufsteigt, sind die Lachen kommen. Das ist super. Ich find's geil, wie das Spiel Sprachausgabe hätte mit denen, wenn die Tipps geben, Alter. Aber in ihrer eigenen Ja, Grammatik. stell mir vor, eben. Sie haben Waffen gefunden. So Money, ey. Jungs, bring die Waffen mal bei die Polizei, ruf mal den Arzt auf Ruf Not. mal den Arzt als Not. In die Hände gespuckt, das Sozialprodukt. So geil, Ja, die Oh Versprecher Mann. sind schon geil, Ja, Hammer geil. die sind göttlich. Ich finde es nur schade, dass dieses SEK Ludolf einfach komplett nur noch gestellt ist. Also das. Eben ist es nur gestellt oder auch richtig langweilig, Ja, das Alter. ist. Bei D-Max, wenn da was gescriptet war, haben die nicht gescriptet, was die sagen sollen. Die haben einfach nur gesagt, hier, macht mal ein Rennen und der Rest hat sich von alleine ergeben, Alter. Es wurde einfach dadurch witzig, dass die einfach so drauf waren, Ja. Alter. Aber SEK ist mir auch so langweilig, da labern die bloß noch Scheiß raus und beleidigen sich gegenseitig, Ja. Alter, und wirken wie so richtig asozial. Ich meine, natürlich, die haben früher auch so, die waren sehr außergewöhnlich, aber sie waren nie assig, die wirken trotz allem einfach nett, finde Ja, ich. definitiv. Das Ja. Blöde ist einfach, dass die ja vorgesetzt kriegen, was sie sagen. Das ist komplett blöd. Ey, das finde ich auch total blöd, Alter. Oder Früher, wie geil, haben die einfach von sich aus gelabert in und der ersten Folge kommt dieser eine, keine Ahnung, irgend so ein Tuning-Typ, den wir wahrscheinlich noch nie gesehen haben, und tunt zusammen mit denen Autos. Das ist komplett Banane, so übelst gestellt, Alter. ja. Hätten sie lieber Finde ich Panzer auch schade. eingeführt oder sowas in die Serie. Statt dann Helikopter und Flugzeuge. Junge, Panzer. Das wäre aber auch Du geil. kannst Gesicht voll Warzen tragen, kommst du nur mit dem Panzerwagen. Kennst du das? Nee. Das ist aus irgendeinem GameStar-Redaktionsding. Ich glaube, das ist aus diesem. Ach, wie hieß Stimmt das? von Fabian Sigismund Nee, verkündet, das war oder? von Michael Obermeier. Ja, Das okay. war bei dieser Partnerbörse. Aber ich hab da, weiß nicht, ich kenn so gar nicht so viel GameStar-Redaktionsfolge. Ich kenne natürlich die Ja, die Gothic-3-Folge. großartige, die war auch super. Ja. Ihr habt eine Menge Krempel Lass drüber uns gefunden. Bitch. Ja, genau. Ja, ich hätte jetzt echt gerne mal mehr Energie. Also, das ist irgendwie schwul hier. Das überschreitet die Toleranzgrenze definitiv, was hier von der Scheiße abgezogen wird. Das muss ich auch mal unverschönt erwähnen, Freunde. Das kann ich, also derart und Weise, wie es hier zumindest praktiziert wird, nicht mehr tolerieren. Und ich denke, das geht euch und David ähnlich. Genau. Von daher würde ich sagen, starten mal eine Unterschriftenaktion und schicken die den Entwicklern, dass die mal ein bisschen hier mit ihren, dass ihre Federn mal in die Nase gerieben bekommen. Ja, genau. Guck mal, hier gibt es sogar Jo. Quests. Siehst du das Bild? Ja, das ist so bescheuert, Alter. Ich brauche mal wieder ein paar Teile von dir. Kannst du mir dabei helfen? Aktuell benötige ich folgende 29 Scheinwerfer. Macht ja Sinn, Alter. Ja, was braucht der 29 Eigentlich. Scheinwerfer? Welcher Typ bestellt 29 Scheinwerfer, Vor allem, wenn dann eine gerade Zahl, Alter. ey? Aber das ist komplett falsch geschrieben. Das müsste eigentlich irgendwie, ich habe mal eine Frage bei dir und dann kannst Ja. Mal Hilfe bei dir. Also, es ist schon lustig, wenn sie auch so Sprachausgabe von denen hätten, wo die ihre Texte vorlesen Ja. und so. Du musst echt mal so ein richtiges Hammer. Ludolf-Spiel machen, ey. Aber Ja, hier. und ihr wisst. Und hier gibt's auch noch so einen coolen Hobbyraum, in dem kann man sich eine Hollywood-Schaukel bauen. Oh, Und dann krass. kannst du Manni fragen, kann ich mir mal bei dich rüber? Ne, wie? Ich hock mir mal bei euch Ja, rüber, genau. Jungs. Ich hock mir mal bei die Hollywood-Schaukel. Ach ja. Was noch fehlt, sind so ein paar Sachen. Die Zwerge, hier gibt es keine Zwerge, die ich irgendwie Ja, abschmeißen der kann. mault ja sonst immer Zwerge Ja. an dem Manfred, Also die Alter. gibt es hier nicht. Ich würde gerne mal so Zwergen mit Tomaten beschmeißen. Dass dir so verschiedene Beleidigungen an Spruch knall an Ja. Kopf knallen könntest und deine Sympathie steigern bei denen. Genau. Die asoziale Beleidigung. Und es gibt auch gar Ja, kein das wäre Telefon, lustig. an das ich gehen kann und dann. Ja. Das wäre geil, wenn so Telefondienst, Ja. Alter. Und du musst doch so einen Pegel halten, du musst wie das Arm drücken, du musst ja zwei den Pegel halten, dass Peters Geblabber im Hintergrund nicht laut, so laut ist, dass du den Kunden noch verstehst, aber gleichzeitig auch Peter verstehst, Alter, so Pegel halten. Das wäre geil. Ja, ich habe wieder ein bisschen mehr Energie, aber nicht genug. Aber Oh gleich kommt Mann. ein neues Auto, das kann ich dann kaufen.
Dann sehen die Zuschauer auch mal Okay. wieder was, anstatt nur unser Gelaber zu hören. Ja, unser Gelaber ist Gold Ja, wert, Alter. natürlich. Also, bitte. Das lässt die leugnen. Das Coole Also, wir können ist, mal noch hier gibt's zwei irgendwann. Währungen. Den Garbage-Dollar und dann eine Währung, die heißt Dosch. Was zur Hölle ist Dosch? Wie kann man eine Währung Dosch nennen? Ich weiß es nicht. Ich gibt's sogar ein Forum, sehe ich gerade, für das Ganze da. Ich schwöre. Ja. World of Garbage. Hier, Gabeldings da. Wie heißt's? Garbage Garage, genau. Statt Garage. World of Gothic. GarageBand ist doch so ein Mac-Programm. Es gibt in im Saarland eine, ja, so ein, wie nennt man das? Das weiß Ja, schon klar. Ja, Entschuldigung. so ein, wie heißt das, Alter? So ein Teil eben, das heißt Garage. Und da spielen immer Bands. Aber wie nennt man sowas? Weil das ist Ja, eigentlich, Schuppen ja, halt. ein Schuppen, genau. Gibt es einen Schuppen, der heißt Garage? Und es gibt eine Garage, die heißt Schuppen, oder? Ja, bestimmt auch. Hier kann man sogar Fotos machen, Alter. Hier Schnappschuss oder sowas. Weil das auch so ein unglaublich kreatives Motiv darstellt, Ja. den Hof da von oben, Alter. Ja. Der ist irgendwie super klein. Ich würde den mal gerne Ich vergrößern. fände es geil, wenn man die Typen selber spielen könnte, so von Gell? oben und die so Das wäre rumsteuern, viel Alter. cooler, Alter, wie das hier. Ich wette, und dann die immer so Kommentare Ja. abgeben würden. So richtig blöd. Dann sitzen Manni und Uwe auf einer Bank und dann klickst du von Peter zu denen und dann sagt der, ich huck mir mal bei euch rüber. Ja, oder dass du die so anspornen sollst, hey, nicht faulenzen, Ja, oder zu genau. den Ehren von Mussi und Vati mal das Tor lackieren. Das wäre so geil, Ja, Alter. Uwe! Manfred! Oh, das wäre geil, wenn sie zum Essen Ja. rufen könntest, Alter. Uwe, Manfred, Manfred! Essen kommen! Ja, das ist geil. Spaghetti-Tata! Alter, der macht das geilste Essen überhaupt. Kennst du das, wo der die Thema Italien, da sagt er so, Jungs, ich bin der Mafia-Boss, wir sind italienisch, jetzt wird italienisch gegessen. Und dann macht er so einen riesen Berg Spaghetti und das nennt er Spaghettata. So geil, Spaghetti. Alter. Und Wir sind eine Familie, warum sollen wir nicht von einem Teller essen? Ist seine Erklärung. hier die Pusciolini, wie nennt dann die immer die einen die Tortellini, wie nennt dann die? Tortellini. Ich weiß nicht, auf jeden Fall so, wie sie definitiv nicht Ja, heißen. Pusciolini oder irgendwie sowas. Das ist grandios. Aber dafür sind's super, hoppala, super nette Typen, super sympathisch. Ja, ich finde ihn voll Ja, sympathisch, sind sie Alter. auch. Es ist schade, dass die so ausgenutzt werden von den, wer auch immer dieses SEK Ludolf da macht. Ich auch Sport, irgend so ein scheiß Sportkanal, Ja, Alter. Ich bestimmt. finde es auch schade, Alter. Die D-Max-Sendung, die hatten einfach so ein gemütliches Ja, Flair, fand genau, ich. das So war ein so komplett. positives, gemütliches Flair, Ja, das einfach war so super. richtig geleckt. Die waren einfach unten bei D-Max halt tausendmal geiler, Ja. Alter. Aber das kriegt auch kaum Einschaltquoten, was ich gehört habe. Das SEK Ludolf. Ja, zu Recht. Ja, finde ich auch, Alter. Die sollen wieder zu D-Max Genau. rüber, oder? Ich finde, nachdem Günther verstorben ist, hätten wir den erstmal ihre Ruhe lassen Ja, sollen, irgendwie ein genau. bisschen, finde ich. Ja, gut, aber ich glaube schon, dass die weitermachen wollten, auch für ihre Fans. Das ist denen ja Ja, sau gut. wichtig, aber nicht so, wie sie es jetzt gemacht haben. Das ist blöd. Also da können die Ludos natürlich nichts dafür, aber. Ja, klar, das ist einfach von den Produzenten so total Ja. zerstört worden. Ja, das ist einfach nur blöd. Aber gut. Finde ich auch. Man kann es eben auch nicht ändern, leider. Ja, das Aber irgendwann stimmt. fahren wir zweimal nach Dernbach, die Ludos besuchen. Ohne Witz und posen mit denen ein Jawohl, bisschen was rum, los? Alter. Das wäre so witzig, einfach da machen wir so Video-Special mit den Lulos, Jawohl. ja, Freunde. Das machen wir geil, Du hältst die Kamera, ich sitze dann so da mit dem Mikrofon und die sitzen, also ich stehe da so mit dem Mikrofon und die sitzen auf Alter. der Bank und Ja, sage Mann. ich, Jungens, ich setze mich mal bei euch rüber, dann interviewe Ich glaube, die würden nicht checken, Alter. Die würden einfach das so Ja. hinnehmen als ihre Formulierung, Alter. Aber lustig, Alter. Ja, hockt ihr bei uns rüber. Ja, das ist Auf super. die Typen, Aber der Peter hat ja so krass Alter. abgenommen, ey. Alter, der ist so dünn, Ja. das sieht voll komisch Ja, aus. Dem ist sein ich Gesicht. habe den zuerst auf den Weiß ich, Bildern der. gar nicht erkannt auch. Das ist. Das passt gar nicht zu Ja. dem, finde ich, ey. Das ist echt krass.
Aber der hat irgendwas gesagt, das wäre, weil die so viel aufnehmen und so, aber das deutet irgendwie schon darauf hin, dass die voll den stressigen, dass es voll stressig sein muss mit der neuen Firma. Ja, wahrscheinlich. Blöd. Manni hat doch geheiratet. Was? Doch, ehrlich, Alter, das habe ich irgendwie gelesen. Ja, das habe ich gelesen, das Alter. Das weiß ich gar nicht. Doch. Krass. Aber ich weiß nicht, wie diese Frau ausschaut. Sieht man bestimmt in SEK Ludolf Staffel 2 oder sowas. Oh je, ich hoffe, die wird es ja, nicht geben, Alter. Nicht. Sonst, die sind zur D-Max zurück, ja, genau. Alter. Da kommen auch noch die guten alten Folgen, ja, ey. Das wäre super. Naja gut, an dieser Stelle, wir quatschen jetzt schon 20 Minuten und ich mache seit 20 Minuten auch nichts in dem Spiel. Das war ein sehr krasses Let's Play mit vielen unerarten Story-Wendungen. Deswegen würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle einfach mal Feierabend. Jo. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen, hat mich sehr gefreut, euch unterhalten zu dürfen. Bis zum nächsten Mal, ciao. Tschüss, wir waren's, wie gesagt.